Mein Name ist Lotte Neumann und ich habe im Mai 2010 an der CES der Uni Göttingen den Lehrbereich Medienkompetenz aufgebaut. Die Idee des Lehrbereichs ist es, Studierende zu qualifizieren, Medien aktiv und gezielt zu nutzen und sie mit ihren Studieninhalten zu verbinden oder auch im alltäglichen Bereich einfach gut damit umzugehen. Dazu gehört, dass man vielleicht auch mal ein bisschen wegkommt von PowerPoint-Präsentationen und Hausarbeiten und Alternativen denkt, die wenigstens genauso gut sind, vielleicht aber sogar auch noch einen Mehrwert haben. In all unseren Kursen, die wir anbieten, können sich die Studierenden ausprobieren. Das ist uns sehr wichtig, dass eine Werkstattatmosphäre herrscht, in der man wirklich mit den Dingen so ein bisschen jongliert. Wie klingt es denn so? Wie klingt es denn so? Und wenn ich mir überlege, dass mein Radiobeitrag auch verstanden werden soll, dann muss ich mir überlegen, wie muss denn meine Sprache sein, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause das Ganze auch verfolgen können. Das Gleiche betrifft das Fernsehen und audiovisuelle Medien überhaupt. Wie baue ich denn ein Bild auf, damit es so gesehen wird, wie ich es halt eben gemeint habe? Das muss man so ein bisschen üben, ein bisschen trainieren und dann dranbleiben. Es gibt ein paar Faustregeln, die referieren wir natürlich in den Kursen, aber das Wesentliche geschieht eigentlich durchs Ausprobieren und auch durch immer kollegiales Feedback. Was habe ich denn gemacht? Wie sehen es die anderen? Konnten die das überhaupt verstehen? Mit den medialen Werkzeugen, die wir den Studierenden in den Kursen an die Hand legen, möchten wir, dass sie weiterarbeiten und zurück in ihrem Studienalltag einfach fachlich damit arbeiten, Präsentationen anders machen, Kommunikation anders halten und ihre Inhalte wirklich medial aufarbeiten. Was haben die Studenten für Möglichkeiten? Da versuchen wir immer, die Biege zu kriegen, mit einfachsten Mitteln möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Neben der produktiven Arbeit mit den klassischen Medien Video, Audio, Web und Print geht es uns immer auch darum, den Bogen zu spannen. Was sind denn urheberrechtliche Belange? Was sind denn grundlegende Sachen, wenn ich irgendwas veröffentlichen möchte? Wie verbinde ich das mit Bildungsszenarien? Also einfach ein bisschen Mediennutzungsverhalten, ein bisschen Medienkritik, ein bisschen Medienfachwissen. Das alles fließt immer noch mit ein. Häufig werden die Ergebnisse aus den Werkstattkursen richtig gut. Und dann möchten wir sie natürlich auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und wer da mal reinschauen oder reinhören möchte, hier ist es möglich. Herzlich willkommen im Stadtradio Göttingen. Sportlich und lesenswert, der Seitenwechsel des Hochschulsports. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Clips im YouTube-Channel der Pressestelle. Und wir selbst sind auch auf YouTube vertreten. Die Kurse funktionieren alle einzeln, können aber geschickt kombiniert einen Mehrwert darstellen. Und Studierende, die 5 Kurse besucht haben, können sich über ein Zertifikat prüfen lassen, was dann heißt Medienkompetenzzertifikat der Uni Göttingen.